Okay, die Aufnahme läuft. Bereit, Jack? Ja. Bereit, Kirill? Ja. Na dann. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode des Kruger Park Pokeliga Podcasts. Zumindest in dieser Form. Ha, haben wir euch reingekriegt. Ich bin Jan und heiße euch willkommen zu unserer 18. Episode, die dadurch, dass wir jetzt anscheinend volljährig geworden sind, auch wenn eine Episode immer noch fehlt, wir versuchen wollen, uns zu verändern und uns neu zu entfalten, was halt groß passiert, wenn man volljährig geworden ist. Wie bei einem guten 18-jährigen jungen Menschen. Die Jahre irgendwo 16, 17, die sind ein bisschen verschwommen, da weiß man gar nicht mehr, ist da das passiert, was man sich gedacht hat. Genau. Ähnlicher geht's uns. Genau, wenn ich von mir rede, den ersten habt ihr schon gehört. An der Stelle begrüße ich Professor Kastan. Hallo Jack, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, schön, dass du mich auch nach 18 Jahren Aufwachsen immer noch dabei haben willst, lieber Jan. Hallo und herzlich willkommen. Kein Problem. Und den anderen Gast haben wir gerade schon gehört. Den begrüßen wir aber gleich nochmal richtig, denn bevor wir zu diesem großen Themenblock kommen, worüber wollen wir eigentlich in der heutigen Episode sprechen, Jack? Ja, genau. Also wie ihr das von uns kennt, haben wir im Groben eine Zweiteilung der Episode, wobei wir das heute ein bisschen tauschen. Heute sind wir ein bisschen, wie nennt man das, Teasing. Also wir wollen euch ein bisschen ärgern, deswegen gibt es erst die Pokémon-News des Januars beziehungsweise der letzten Zeit, weil ihr uns auch schon eine Weile nicht mehr gehört habt. Mhm. Und danach geht es zu den Kruger-Liga-spezifischen beziehungsweise den Podcast-spezifischen News und dem, was Titel und Intro und alles gerade darauf hindeuten. Genau, aber bevor wir damit anfangen, hattest du ja noch eine kleine Ankündigung machen wollen. Genau, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Episode hört, gehe ich davon aus, dass ihr noch nicht groß andere News gehört haben werdet. Ja, komplizierter Satz, aber... bitte, wir freuen uns herzlich, wenn ihr euch immer noch bei uns bewerbt und Interesse für die Kruger Liga 2022 anmeldet. Wir wissen, dass es zurzeit relativ wenige Infos gibt. Das liegt aber halt nun mal an der gesamten Corona-Situation und wir würden euch mehr sagen, wenn wir mehr zu sagen hätten. So düster oder komisch, wie das vielleicht klingt. Wir sind halt in Gesprächen mit allen Beteiligten und wollen halt dann nicht ins Hintertreff geraten mit der Planung, wenn wir dann halt einen kurzfristigen Status kriegen. Und dementsprechend bewerbt euch jetzt schon mal. Wir melden uns darauf zurück und freuen uns sehr, euch in unser Team aufnehmen zu können. Genau. Links und Infos zu der Bewerbung findet ihr wie immer dann in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Eine der großen Änderungen, die wir umsetzen wollen mit den nächsten Episoden. Aber wie gesagt, darüber wollen wir jetzt noch nicht reden, sondern wollen wir zu dem kommen, was so in der Pokémon-Welt alles passiert ist im Januar. Und da ist natürlich ganz großes Thema im Januar das Spiel Pokémon Legenden Arceus. Wo wir gerade das Ganze aufnehmen, ist das Spiel noch nicht veröffentlicht worden, aber es gibt schon genug zu erzählen, was zu diesem Spiel alle passiert sind. Und da hat sich Jack einiges rausgesucht. Genau, Ich gehe da mal davon aus, dass viele von euch sich den 13-minütigen Gameplay-Trailer angeguckt haben, der das Spiel in seinen Grundelementen beschreibt. Und genau, der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt schon raus und verheißt auf jeden Fall eine andere Pokémon-Experience. Vieles davon haben wir in den Trailern vorher schon gesehen. Seien es halt die Semi-Open-World oder die neuen Kampfmechaniken, die dem Ganzen ein bisschen mehr diesen Rollenspiel-Flair geben mit dem schnellen Stance oder Modus und dem kraftvollen Modus. Und genau, vieles wurde halt nochmal zusammengefasst und wir haben insgesamt aber nicht so viele neue Szenen gesehen und man könnte glauben, dass noch viel von dem Spiel verborgen geblieben ist. Mhm. Was uns zu einer anderen spannenden News, die jetzt vor 2-3 Tagen passiert ist, zur Zeitpunkt der Aufnahme führt. Und zwar, dass, und keine Sorge, wir werden hier jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber viele Leute im Internet jetzt ziemlich genau wissen, was uns noch verborgen bleibt.
Und was vielleicht noch nicht im Marketing gezeigt wurde oder doch schon. Denn das gesamte Spiel ist schon in den Händen einiger Spielerinnen und Spieler und ist dementsprechend in seiner einem Großteil geleakt. Wir hoffen, dass ihr das, wenn ihr das hört und ihr das Spiel noch nicht spielen konntet, aber noch wollt, den Leaks entkommen seid. Wir haben, ich glaube, also ich habe sie mir nur ein bisschen angeguckt, weil ich bei sowas dann immer nicht so ganz so sage, das muss mich alles hundertprozentig überraschen. Habe mich aber von Story und ähnlichen Sachen ferngehalten. Wie sieht das bei dir aus, Jan? Ich hatte das Pech, dass jemand ein Pokémon erst spoilerlos in seine Story auf Instagram gesetzt hat. Dann hat er einmal nachgefragt, hey, möchtet ihr, dass ich in meiner Story alle Spoiler poste, was er dann getan hat? Die habe ich alle Gott sei Dank übersprungen. Okay. Dann hat er nochmal ein, zwei Stories gemacht. Einer davon war ein Repost zu einem seiner Spoiler. Deswegen, ich kenne jetzt wohl genau drei Pokémon neu, okay, die wohl in dem neuen Spiel vorkommen sollen. Spannender Effekt von den Leaks, und das führt mich zu der dritten Teil-News, ist, dass die Community ist sehr gespalten, was dieses Spiel angeht. Das ist jetzt per se erstmal in der Pokémon-Community nicht so Neues. Wir haben aber, das sehen wir vor allen Dingen auf Twitter und Reddit, sag ich mal, wahrscheinlich ist das auch auf anderen Plattformen ähnlich und in den Discords, wir haben halt irgendwie die Grafik von dem Spiel, die halt mal als, das ist das Beste, wie Pokémon je aussah, und dann alle anderen so, ja, aber Breath of the Wild ist 5 Jahre alt und ist für die Wii U geplant worden und sieht 30 Mal besser aus. Also das bleibt ein Diskussionspunkt. Mhm. Andererseits ist gerade das Gameplay, was für viele noch so fragwürdig ist, und da würde ich auch ein bisschen, da gibt es auch viel Kritik in der Community zu dem Marketing von dem Spiel, dass die Pokémon Company wohl viel nicht zeigt, was vermeintlich noch irgendwie hinter Leaks stecken könnte. Mhm. Und da gibt's aber dann viele Leute, die sagen, ich habe jetzt die Leaks gesehen und jetzt habe ich richtig Bock auf das Spiel. Oder ich habe schon gespielt und es ist mega gut oder so. Also da dürfen wir gespannt sein. Wenn ihr eh schon Bock auf das Spiel hattet, wird's wohl nur noch besser werden. Mal gucken, was die Reviews, die offiziellen, sagen. Genau, wir werden das hier am Release-Date auch gespielt haben, wenn ihr das gehört habt, und es wird wahrscheinlich eine Reihe werden. Die liebe Anka und die liebe Maren wollten sich das Spiel angucken. Mhm. Genau, und ansonsten kann man eigentlich nur noch sagen, in der üblichen News, dass die Pokémon Company anscheinend für die Community nichts richtig machen kann, weil ich erinnere mich daran, dass sie Spiele gezeigt haben, und da haben sie ganz viel gezeigt, was in dem Spiel ist, und das fanden dann auch alle blöd, und jetzt zeigen sie anscheinend zu wenig und das finden alle blöd. Manchmal können die einem richtig leid tun, wenn sie nicht auf dem größten Media-Franchise der Welt sitzen würden. Mhm. Was haben wir denn noch? Genau, wo du gerade gesagt hast, in Other News, Pokémon Company war nichts richtig. Ich hätte in dem Moment mein Applausschild hochhalten können. Ne? Das können wir ja in Zukunft machen. Aber, wie gesagt, später zu dem Thema. Wo wir gerade von Pokémon-Legenden Arceus gesprochen haben und zu Releases, die passiert sind. Tetris 99, eine andere Marke von Nintendo, hat sich gedacht, kurz vorm Release von Pokémon-Legenden Arceus, nutzen wir die Zeit und veröffentlichen ein eigenes Design für Tetris 99. Das ist das passiert gerade an diesem Wochenende, wo wir gerade aufnehmen. Und ich habe schon gespielt. Und aber du spielst auch noch Tetris 99. Ja, sagen wir mal so, nur dann immer, wenn ein neues Design rauskommt. Also ich hatte eine Hochzeit, wo ich es mal intensiver gespielt habe, die ist aber schon länger her. Aber jedes Mal, wenn, wie gesagt, ein neues Design rauskommt, schaue ich mir das halt gerne an oder spiele das zumindest frei. Hier war es mir besonders wichtig, das frei zu spielen, weil mir das erste Pokémon-Design, was sie gemacht haben zu Pokémon Schwert und Schild, sehr gut gefallen hat. Und weil das sah vor allem mit der Audio und mit der Audio-Design-Komposition sehr gut gefallen hat. Also sie machen mehr als bloß den Hintergrund austauschen, eine PNG gegen eine andere tauschen, sondern du hast halt Audio, du hast halt, wie die Steine aussehen und so verschiedene Elemente, die dann getauscht werden, ne? Genau. Okay. Zum einen, du hast halt komplett im Hintergrund ein Standardbild, um das Spiel zu repräsentieren. Die Steine haben ein eigenes Muster auf den Steinen selbst, weil wenn du dann farbenblind bist, kannst du ja dann die Steinfarben teilweise nicht erkennen. Die waren dann auch an,
Banjo-Kazooie und an das Spiel angelehnt. Mhm. Wenn du dann gab's für das K.O. gehen eine eigene Grafik, vor allem da war auch sehr schön, mhm. wenn du dann jemanden selber K.O. schlägst, dann gibt's noch mal eine eigene Anzeige mit Boom. Und da haben sie die O's mit den Hisui-Voltoballs ersetzt und dementsprechend dann auch immer den Voltoballruf dazu gemacht, was sehr schön gewesen ist. Allgemein die Musik, die greifen sie ja auch genauso wie die Geräusche aus dem Spiel selber ab, beziehungsweise benutzen auch die Geräusche und die Musik aus den Spielen. Und im Vergleich zu dem Pokémon Schwert und Schild Design war es da auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass man in diese ruhigere Schiene von Tetris gegangen ist. Mhm. Wo man dann ganz am Anfang steht, bevor es dann zu dem nur noch 50 Gegner übrig kommt, da war erstmal diese ruhige Atmosphäre, was man auch gerne dann als Ambient bezeichnet. Mhm. Und dann erst, wo dann die letzten 50 und die letzten 10 dann gewesen ist, da ist es dann wirklich mit so einer Spannung, mit einer spannungsvollen Musik losgegangen. Zu guter Letzt sei da noch erwähnt, ich habe es natürlich so weit gespielt, dass ich dann auch Erster geworden bin. Respekt. Weil da dann auch nochmal eine eigene Siegesfanfare und nochmal andere Hintergrundmusik nach dem Gewinn, als wenn man vor dem ersten Platz schon verloren hat, läuft. Das nenne ich ordentliche Recherchearbeit. Genau. Ich habe dafür 7 Versuche gebraucht. Mein Bruder hat mir unter die Nase gerieben, dass er es beim ersten Versuch geschafft hat. Manche Leute haben einfach Glück. Wo du vorhin spannend, beziehungsweise von Ambient und ruhig in Spannung gesprochen hast. Was anderes, das im letzten Monat passiert ist, oder vielleicht sogar noch im Dezember, ich habe das Datum gerade gar nicht genau parat, ist der kleine Kurzfilm, den wir bekommen haben. Oh, der war schön. Bidiza gibt alles. Der war so schön. Wer von euch den noch nicht geguckt hat, der ist ja auf dem YouTube-Channel der Pokémon Company. Guckt ihn euch an, ist ein Kurzfilm, animiert, der komplett ohne Sprache auskommt und der das Abenteuer eines Bidizas von einem Außenseiter zu, ich möchte nicht so viel vorweggreifen, auf jeden Fall eine eher klassische Bidiza-Reise macht, für die Diamant und Perl gespielt haben, die wissen, was ich meine, zum größten aller Helden. Schaut es euch an, es ist großartig und riesiges Meme-Potential, das ich auch schon ausgenutzt gesehen habe. Von daher, guckt es euch an, ich kann es sehr empfehlen. Vielleicht sprechen wir bei der nächsten Gelegenheit dann nochmal darüber inhaltlich. Mhm. Genau, was haben wir denn noch? Was ist noch Spannendes passiert? Kamera wackelt. Spannendes hat die Pokémon Company angekündigt. So spannend, dass meine Kamera erzittert vor Spannung. man hat bei den Pokémon World Championships 2022 Pokémon Unite als Competitive-Spiel angekündigt, neben dem Karten- und neben dem Videospiel. Hm. Da will man jetzt anfangen, sich Teams zusammenzusuchen in anderen Wettbewerben. Ich glaube, die japanischen sind da auch schon losgegangen. Mhm. Sodass dann am Ende in London, wo ja die World Championships dieses Jahr stattfinden werden, dann auch der Wettbewerb im Pokémon Unite stattfinden wird. Sehr nice, sehr nice. Das ist auf jeden Fall, macht das Ganze nochmal mehr zu einem E-Sports-Event. Mhm. Vor allen Dingen da auch sehr interessant. Man hat es anscheinend schon im Dezember angekündigt, hat aber die Meldung aus der News zu den allgemeinen Pokémon Unite Moves, das war der Satz, wieder rausgestrichen, was dann jemand auf Twitter rausgearbeitet hat. Pokexperto nennt er sich, hat er noch mal kurz gescreenshottet. Und jetzt aber im Januar, deswegen machen wir es auch noch mal im Januar-Blog, wurde die Meldung auch offiziell von Pokémon Unite und der Pokémon Company bestätigt. Pocken ist nicht mehr Teil der World Championship dann anscheinend, ne? Das war doch mal zumindest ein Versuch, wenn ich mich recht entsinne. Das ist richtig und ich weiß es zumindest selber nicht, deswegen wird da auch jetzt bei Pokémon Unite sehr spannend sein, ob sie es jetzt nur für dieses Jahr machen oder ob sie es dann auch für die weiteren Jahre übernehmen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Also Pokémon Unite scheint ja auf jeden Fall, ich habe es tatsächlich nicht über die Initialphase geschafft, wie das halt häufig bei diesen Games ist. Ich habe am Anfang die ersten paar Tage gespielt und seitdem nicht mehr, muss ich gestehen. Es gibt ja noch Leute, die spielen das regelmäßig, auch bei uns in der Community. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Ich habe bis zur ersten Season zu Ende gespielt, weil ja noch geplant gewesen ist, wir machen eine eigene Episode darüber, dann wollte ich auf jeden Fall zumindest am Ball bleiben, um zu gucken, okay, wie weit entwickelt sich das Spiel.
Und habe danach aufgehört, habe danach das Spiel tatsächlich nicht mehr angefasst. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, solange wir was gespielt haben, aber wie gesagt, das war mir dann zur Zeit intensiv, um da weiterzuspielen. Da hatte ich dann andere Geschichten. Also das ist auch, wollte ich gerade sagen, keine Kritik am Spiel selber oder so gewesen, jetzt auch von meiner Seite, dass ich aufgehört habe, sondern halt einfach so, das ist halt so, MOBAs sind zeitintensiv und auch schnelle Matches bei Pokémon Unite muss man halt dann irgendwie in der Bock drauf haben. Das Spiel funktioniert auf jeden Fall noch anscheinend, es wird doch gespielt und es kriegt auch noch neue Mons. So ist vor einigen Tagen erst Tromborg, beziehungsweise Phantom, weiß nicht, wie die Entwicklung auf Deutsch heißt, auf jeden Fall Tromborg und seine Entwicklung angekündigt worden. Ja, wobei Tromborg eigentlich schon die Entwicklung ist. Ich glaube, du verwechselst da was. Seine Vorentwicklung. Vorentwicklung, ja, ich meine, genau. Weil die ja auch im Spiel sind. So meinte ich das natürlich. Und da das Spiel, es ist wie in einem klassischen MOBA, werden regelmäßig neue Mons hinzugefügt mit dann unterschiedlichen Rollen. Und ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt. Bei Tromborg handelt es sich halt um einen Tank, also einen Defender, so ist es im Spiel genannt, der entweder, also der halt hauptsächlich so mit ein bisschen mit Crowd-Control-Elementen arbeitet, also versucht, die gegnerischen Mons irgendwie zu schwächen oder zusammenzutreiben, damit man besser die Moves setzen kann. Und arbeitet ein bisschen, um ins Geisterhafte sich zu lehnen, mit Elementen, dass je weniger KP er hat, er bestimmte Tricks machen kann. Oder seine Attacks halt darauf basieren, dass sie stärker werden oder effektiver werden in ihrer Nutzung. Wenn er wenig HP hat, ist dann so eine Risk-Reward-Mechanik in solchen Spielen auch immer spannend. Bin mal gespannt. So viel zu Tromborg und Pokémon Unite. Auch ein Thema und da hatte ich mir vorgenommen, auch in Zukunft mehr wieder mit beschäftigen, weil ich spannend finde, ist das Pokémon TCG. Und da sehen wir nächsten Monat, im Februar, wurde jetzt angekündigt, den Release des nächsten Sets, und zwar Strahlende Sterne als Set und als Trainerbox. Das gibt's ja zu jedem Dings und wahrscheinlich auch wieder mit vielen Tins und wie heißen sie? Also V-Star Collections und wie sie alle heißen, also diesen Sammelboxen, die es ja quasi zu jedem Set gibt. Das Besondere an dem Set hier ist quasi der nächste Stapel auf dem großen Stapel von verschiedenen Formen. Es gibt jetzt nicht mehr nur V und V Max, sondern es gibt jetzt auch V-Star Pokémon, die dann eine besondere Fähigkeit haben, wie das die Pokémon GX hatten, dass du sie einmal pro Game kannst du eine V-Star-Fähigkeit einsetzen und sind dann halt nochmal mächtiger und nochmal Entwicklungen. Ich bin immer wieder fasziniert von dem Power Creep in diesem Game, das ist wirklich einzigartig, das kenne ich bei keinem anderen Kartenspiel so und ich habe in den letzten 20 Jahren einiges gespielt. Oh, schön. Gut. Kommen wir dann von den Karten zu anderen Merchandise, die Pokémon Company veröffentlicht. Da hat man jetzt vor kurzem veröffentlicht, dass man bezüglich Plimpher neben einer Plimpher-Verteilung sowohl für Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wie auch dann für das jetzt bald erschienene Spiel Pokémon Legenden Arceus eine Plimpher-Verteilung macht, welches besondere Attacken macht, aber auch die Pokémon Centers haben sich gedacht, hey, für diesen besonderen Anlass stellen wir gesondertes Plinfer-Merch zur Verfügung, wie zum Beispiel ein neues Plinfer in der Pokémon Fit Edition. Das heißt, das ist dann ungefähr genauso klein wie dieses Hydropi hier. Genauso wie man im Merch-Bereich angekündigt hat, das ist wohl Skateboard-Decks, wo einzelne Evoli bzw. die Evoli-Entwicklung veröffentlicht werden. Die kann man dann auf der Online-Seite der Pokémon Center bestellen und die kosten umgerechnet ungefähr 220 Euro. Aber sind sick as hell und sehen richtig gut aus und eigentlich habe ich richtig Bock, mir dieses Bild als Gesamtreihe irgendwo an die Wand zu hängen, weil das sind richtig coole Designs. Das stimmt. Ansonsten, bevor wir uns unserem nächsten Themenblock widmen, noch zwei kurze News. Und zwar Pokémon Master Journey gibt es jetzt den nächsten Teil der zweiten Staffel auf Netflix. Schaut rein, wenn ihr die Serie verfolgt. Ich habe selber Journeys noch nicht geguckt, soll aber an vielen Stellen sehr amüsant sein, habe ich mir letztens sagen lassen. Wenn ihr da folgt, Netflix ist die Adresse dafür. Und auch die normalen Spieler kriegen nicht nur Verteilungen
kriegen nicht nur irgendwie eine Verteilung in Form von BDSP oder jetzt Legend Arceus, sondern auch für die Teilnahme an Online-Turnieren kriegt ihr auf Schwert und Schild jetzt die 3 legendären Vögel aus Kanto als Verteilung geschenkt. So, so viel zum Thema Pokémon Company News. Wir haben uns für unseren Newsblog aber noch andere Sachen vorgeschrieben, und zwar nicht mehr widmen wir uns nur den News rund um die Pokémon Company und die offiziellen Releases, sondern wir wollen auch einen kleinen Blick in die Community und alles, was so an Content-Creatern zu Pokémon passiert, widmen. Mhm. Und da kann der liebe Jan doch direkt mal anfangen. Ja, ich fange direkt an mit einem Thema, wo, glaube ich, diesen Monat keiner, der sich mit dem Pokémon Trading Card Game beschäftigt hat, nicht drum herum gekommen ist, nämlich Logan Paul und sein 3,5 Millionen Dollar Kauf. Er hat sich von einem Bekannten, ich weiß jetzt auch nicht, ob er Händler gewesen ist oder nicht, ein Paket gekauft, wo ursprünglich gedacht gewesen ist, dass da 6 Blister mit der Erstedition des Pokémon Trading Card Games drin gewesen sind. Das heißt auch noch erste Generation und noch ein zusätzlicher Stempel mit First Edition. Hat er sich gekauft. Und da sind schon die Trading Card Experten hellhörig geworden, haben gesagt, ey, da scheint was nicht richtig zu sein, da wurde was nicht richtig gemacht, das Ganze könnte ein Fake sein. Und das Ganze ist dann so hochgekocht, dass dann Logan Paul sich wohl gedacht hat, hey, das ist mir zu unsicher, ich öffne das Paket mal. Daraus hat er dann ein Video gemacht mit dem Titel I lost 3.5 million on fake Pokémon Cards. Der Titel verrät schon, was dann passiert ist. Er hat zusammen mit demjenigen, bei dem er sich das Paket geholt hat, und zusammen mit den Leuten, die das Ganze gegradet haben, Fachmännern von BBCE, war das, glaube ich, hat er dann das Paket aufgemacht, hat beim Öffnen des Pakets bei den Blistern erstmal noch nichts Großes festgestellt, hat dann die Blister rausgeholt und hat da schon eine leichte Wölbung gesehen, was eigentlich im Normalfall nicht sein sollte, hat dann einen Blister aufgemacht und es waren keine Pokémon-Karten drin und es waren nicht mal andere Pokémon-Karten drin, sondern es waren Karten von G.I. Joe, einer berühmten Comicfigur aus Amerika drin. Man hat das Ganze noch humoristisch ins Video gepackt, zumindest, dass man die G.I. Joe-Musik im Hintergrund am Ende hat laufen lassen. Aber ja, es sind Stimmen laut geworden. Trimax hat sich dazu gemeldet, der wohl bekannteste, der durch den Hype dann auch da viel gemacht hat in der Trading-Card-Game-Szene und hat dann den Kommentar abgelassen, sag mal, kann man nicht einfach durch das Papier schauen, um zu gucken, ob das die richtigen Karten da drin sind? Währenddessen hat wohl einer der fachmännischsten Poketuber, The Zero of Time, ebenfalls dazu reagiert und hat da auf jeden Fall gesagt, dass da die Schuld die BBCE trifft, den Grader, der das Ganze verifiziert hat, dass das echt ist. Und da ist dann auch noch zwischenzeitlich Spekulation gegeben, hat das Ganze eine inszenierte Sache von Logan Paul gewesen sein soll, hat man das ganz oder relativ schnell auch wieder abgesprochen, weil, wie es LeFloid zum Beispiel in seinem Newsformat dann sehr schön beschrieben hat, es ist auf jeden Fall ein Negativgeschäft für Due Grading Company, der das Ganze gemacht hat. Und wenn es inszeniert hätte gewesen sein sollen, warum hätte dann eine Grading Company, die eigentlich dann einen Wert auf Echtheit und richtige Zertifizierung legt, warum hätten die da mitmachen sollen? Ja gut, das stimmt wohl. Vielleicht sind die aber nicht inszeniert gewesen. Also vielleicht war das irgendwie, kannte man da einen, der das dann mitgemacht hat. Also Logan Paul wäre es auf jeden Fall nicht abzuschreiben, dass er sowas, so einen PR-Stunt macht. Ist ja einer, der so, ich sag mal, wir erinnern uns an, Logan Paul fordert irgendwelche echten Boxer heraus irgendwie und meint, er kann die platt machen und kriegt dann aufs Maul. Ansonsten ist es auf jeden Fall mal wieder Futter für die Karten-Community gewesen und deren YouTuber und Twitch-Streamer. Insgesamt auch übrigens sehr spannend. Ich habe das letztens nochmal wieder mitgekriegt, dass auch die Reaction-Kultur in diesem Bereich Fuß gefasst hat. Also, dass man ja Reactions zu Card-Openings macht. Und wenn da noch sowas dabei ist, ist es natürlich umso nicer für den Content. Also
Ich kann es nicht, man kann es schwer beurteilen, was da jetzt wirklich passiert ist, aber auszuschließen, dass es ein PR-Stunt wäre in irgendeiner Form, ist natürlich nicht. Das ist richtig. Also was das angeht, können wir, glaube ich, sagen, dass Logan Paul das YouTube-Game durchgespielt hat. Ich glaube zwar jetzt noch nicht unbedingt daran, dass das eine Fake-Aktion gewesen ist, aber sollte sich da was Neues zu ergeben, werden wir das hier natürlich in unserem Format thematisieren. Genauso wie eine Sache, die kurz vor Aufnahme dieses Podcasts passiert ist, denn nicht nur die Grading Company, die das Paket gegradet hat, hat wohl missgebaut, sondern auch die PSA, denn Ich muss einmal kurz erklären den Begriff. PSA? Ja. Oder? Oh, da muss ich jetzt einmal ganz kurz nochmal nachgucken. Sekunde. Ich kann da auf jeden Fall schon gerne erzählen, dass ein Händler eines österreichischen Kartenshops, Booty-Karten nennt er sich, eine Karte zum Graden zu PSA-Cards geschickt hat. Ach, das ist ein Grader, okay. Das ist ein Grader, genau. Jetzt, wo Jack gerade schon nachgefragt hat, dann können wir auch eben kurz raussuchen, wie er heißt. Oder wofür die... Na, okay. Finde ich jetzt gerade nicht. Okay. PSA Authentication and Grading Services. Mhm. Jedenfalls hat besagter Besitzer des Handels eine Karte hingeschickt und da anscheinend eine kleine Sache gefälscht. Nämlich, er hat sich Karten aus der ersten Generation herausgesucht und hat diesem per Drucker den Stempel First Edition gegeben. Mhm. Und mal geguckt, schafft es der Grader herauszufinden, dass dieser Stempel gefälscht ist. Mhm. Er hat das Ganze, dass er die Karten dahin geschickt hat, ist 1,5 Jahre her. Er hat die Karte jetzt wieder zurückbekommen und es hat sich herausgestellt, dass PSA diesen Fake nicht erkannt hat. Und ne, jetzt auch in Verbindung mit der Geschichte mit Logan Paul ist es schon interessant, dass man merkt, mir fehlen da auch schon die Worte, dass man da merkt, dass da nicht so ganz drauf geachtet wird. Man muss natürlich dazu sagen, diese Grading Companies haben erstmal damit angefangen mit Baseballkarten und ähnlichem. Pokémon-Karten und ähnliches sind ja erst viel später dazu gekommen. Ist insgesamt aber spannend, wie viel... Ja, so schön. Aber dass man jetzt auch nach fast 20 oder jetzt sogar schon 25 Jahren, wo die Karten auf dem Markt sind, dass man da immer noch Sachen findet, wo man die Leute mit reinlegen kann, ist schon unbeschreiblich. Was ich gerade sagen wollte, das ist ja, also einmal, man darf ja nicht vergessen, der Pokémon-Trend ist ja noch gar nicht so alt. Mhm. Also, dass überhaupt die Pokémon-Karten so viel wert sind, dass du sie graden lassen musst. Also, zum Beispiel, ich spiele ja oder habe viele Jahre Magic the Gathering gespielt. Und wenn du da halt, also klar, du hast, wenn wir da von 10.000 Euro Karten reden, wenn wir von der berühmtesten Karte in Magic, Black Lotus reden, die wird gegradet, wenn du die verkaufen willst. So ein paar einzelne, sehr, sehr alte Sachen werden gegradet. Aber sonst, wenn du dann sagst, okay, die Karte ist Mint, dann stellst du die auf Card Market und dann halt, dann sagen die Leute entweder, okay, ja, war doch nicht Mint, gib mal Geld zurück oder gib mal Geld ein bisschen zurück. Oder die glauben dir, also du musst jetzt nicht quasi alles graden. Und wie ich das jetzt kenne von diesen ganzen Leuten mit ihren Collections, die dann zum Grader rennen und da diese ganzen Zettel drin haben, was die Karten alle wie wert sind. Das ist ja bei Pokémon komplett eskaliert. Das ist ja bei keinem vergleichbaren Spiel, weder bei Magic mit seinen 10.000 Euro Karten, noch bei Yu-Gi-Oh! Das ist ja nicht mal so, nicht so viel, also es gibt auch seltene Karten, aber auch wenige, die so krass sind. Und das ist halt wirklich, man merkt wieder, wie dieser Nostalgia-Faktor und gerade die Zielgruppe Kinder kombiniert wird, um halt ein Riesengeschäft zu machen. Also nicht von der Pokémon Company selber. Aber du hast halt quasi dieses Leute sehen, da gibt's Value, sowohl für Kinder als auch für ältere Leute, Dinge zu kaufen. Kaufen die selber weg, sodass halt so dieses Market-Problem entsteht, dass also die Dinge auf einmal so viel wert sind. Und es ist einfach insane, was da in den letzten Jahren bei Pokémon passiert ist und wie halt auch das Internet und gerade solche Sachen wie YouTube und Twitch da massiv mit, also und auch die von den zum Beispiel genannten Content Creator, also halt massiv mit reingespielt haben, dass das alle diese Bubble so riesig geworden ist. Mhm.
im guten wie im schlechten Sinne. Ich meine, es ist nie ist eigentlich nie verkehrt, wenn mehr Leute Zugang zu einem Spiel kriegen. Aber wenn sie es halt machen, um nur Geld zu machen, ist fragwürdig. Das stimmt. Wo du ja gerade erzählt hast als Magic the Gathering-Experte, je nachdem, wenn du eine Karte hast, die du gerne graden lassen würdest, wenn du solche Geschichten hörst, wie würde das deine Wahl der Grading Company einschränken? Ja, das, also ich, wie gesagt, ich kenne mich da gar nicht bei Magic so krass aus, was man da, wie man da, wo man da graden kann. Wird wahrscheinlich so ein paar Leute geben, die das machen, die dann halt irgendwie so, so, da fragst du dich dann halt durch in entsprechenden Foren oder Communities. Die Sache ist aber halt auch irgendwie dadurch, dass es halt so ein ganz kleiner Kreis nur ist, so an Karten, die gegradet werden, ist es extrem selten, dass jemand von Fakes hört. Also ich habe, glaube ich, vielleicht einmal in 20 Jahren so von einem Black Lotus Fake gehört. Im Vergleich zu, weiß ich nicht, oh Gott, Glurak-Fake, der 20.000ste. Und es gibt halt auch nur eine sehr begrenzte, nummerierte Zahl von Black Lotus. Mhm. Also es ist tatsächlich eine, ich glaube es sind 1.000, aber ich könnte mich auch irren, die halt überhaupt geprintet wurden nur. Sodass halt für viele von denen klar ist, wo sie sind, sag ich mal. So, das ist wie mit so anderen Seriennummern-Dingern. Und bei anderen Sachen, da reden wir halt nur von ein paar hundert Euro oder maximal 1.000 Euro bei Karten. Mhm. Und nicht sowas halt in dem, keine Ahnung, 10.000er Bereich. Ich weiß ja nicht, was ein Glurak inzwischen wert ist. Ja. Ne, was mir da gerade in den Kopf gekommen ist, ne, dann in den nächsten Blistern und in den nächsten Packs dann draufschreiben, das ist die seltenste Karte, davon haben wir so viele drin. Und dann wie beim Lotto dann schreiben, Chance, diese Karte zu ziehen, eins so und so. Ne, herzlich willkommen beim großen Pokémon-Gamble. Ich glaube, ja. Wir sollten langsam weg von diesem Thema kommen. Jack, was gibt's sonst noch im Bereich der Community? Genau, im Bereich der Community gibt's außerdem noch Leute, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet haben und die nun neue und oder alte Videos veröffentlicht haben. Und zwar haben wir da einmal VW Valentina, die bei uns das Alabastia-Essay auf dem Community Day letztes Jahr zum Besten gegeben hat, die hat ein Video hochgeladen auf ihrem Kanal zum Thema altes Pokémon-Merch, das ihr wahrscheinlich nicht kennt oder noch nicht kanntet. Schaut es euch an, Schauempfehlung, da sind ein paar sehr lustige Sachen dabei und man merkt immer wieder, dass auch viel Merch zu Pokémon im Umlauf ist, das man vielleicht wirklich noch nicht kannte. Mhm. Und der liebe Dominik vom Miauzgenau-Podcast hat das Video, das ursprünglich bei uns auf dem Community Day gelaufen ist, nun auch auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Die Einführung in die Pokémon-Timeline, beziehungsweise ins Multiversum von Pokémon, in der Reihe der Pokémon-Timeline. Auch da schaut es euch an, das ist das erste Video quasi von mehreren, die da noch kommen sollen. Zumindest sagt er es so auf seiner Website und hat es mir mal so erzählt. Und ich drücke ihm da immer noch die Daumen für das Projekt, weil er hat da auch einen sehr methodische Herangehensweise und sitzt deswegen wahrscheinlich relativ lange an diesen Videos, was die umso schauenswerter macht. Das stimmt. Was genauso schauenswert ist, sind zwei andere Projekte, die diesen Monat erschienen sind. Das erste Projekt, was ich jetzt euch vorstelle, wird jetzt wahrscheinlich schon abgelaufen sein und da wird es auch eine große Präsentation geben, denn unser Freund The Signed TV hat die PokéTuber Awards 2021 abgehalten, beziehungsweise wird sie noch abhalten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat er zumindest schon alle Stimmen gesammelt und ist sie gerade noch am Auswerten, so wie es aussieht. Er hat im Bereich der Competitive PokéTuber-Szene sich umgeguckt und hat da zusammen mit seiner Community nach den besonders herausragendsten Momenten, nach Newcomern, nach Draft-Liga-Logos und ähnlichen gesucht und da den Besten gekürt. Wir waren für keine Kategorie nominiert. Komisch. Vielleicht ändert sich das dann nächstes Jahr. Dafür geht dann von unserem anderen Freund Pokebazi eine andere große Reihe zu Ende, nämlich Pokémon kurz bewertet, nachdem er schon die normalen Formen kurz bewertet hat. Hat er danach die Shiny-Form, aber die nur an sich kurz bewertet. Und die hat er dann auch diesen Januar komplettiert. Das heißt, die können alle Pokémon? Ja, oder alle.
Sowohl in Normal- als auch in Shiny-Form. Bei den Normalformen hat er dann seine allgemeine Meinung zu den Pokémon gesagt. Bei den Shiny-Formen hat er dann seine Meinung zu den Farben in der Shiny-Form gesagt. Respekt, auch das ist auch eine Form von Pokédex-Arbeit. Das ist richtig. Deswegen, wenn ihr euch das angucken wollt, es gibt zu beiden Kategorien jemals ein ganzes Video, wo alle Pokémon dem Pokédex-Nummer nach sortiert sind und dann einmal noch das Ganze nach Typen sortiert abgehalten. Die hat er dann immer von Woche für Woche veröffentlicht. Das geht jetzt mit seinem letzten Video zu Ende und dementsprechend, wenn euch interessiert, was Pokébazis Meinung zu den Pokémon hält, ich bin jetzt komplett im Satz raus. Aber wenn Pokébazis Meinungen sind zu allen Pokémon, schaut da rein. Schaut da rein, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall einen kleinen Applaus verdient dafür, dass so ein großes Projekt beendet hat. Genau. Große Projekte beendet, spannen wir da den Bogen zu Projekte begonnen. Und da wollen wir kurz noch zumindest die zwei Competitive-Projekte erwähnen, die diesen Monat wieder gestartet sind. Das erste ebenfalls wieder von The Sine TV, und zwar die NPBL, die National Pokémon Battle League. Mhm. Da sind auch schon die Drafts abgehalten worden und die ersten Spieltage noch nicht gespielt. Die werden jetzt wahrscheinlich im Februar langsam stattfinden. Zu welchem Projekt die Spieltage schon stattgefunden haben, sind die Spieltage zur Pokémon Bundesliga Season 9. Unsere Freunde von der Pokémon Bundesliga haben wieder eine neue Season gestartet, sogar mit einem besonderen Thema, nämlich Avatar. Oh. Da hat man sich dann gedacht, hey, wir unterteilen unsere Teilnehmer in drei verschiedene Felder, in die Erdbändiger, in die Wasserbändiger und die Feuerbändiger. Da ermittelt man dann in Tabellen, in Ligakämpfen, den Besten, und die jeweiligen Besten der jeweiligen Bändiger treten dann nochmal gegeneinander an, eins gegen eins, um zu ermitteln, wer denn der Avatar wird. Aber großer Sieger dieses Events. Wo sind denn die Luftbändiger? Wenn du mir jetzt sagst, Spoiler, die sind alle tot, dann hau ich dich. Anscheinend hat man sich ja an Lore gehalten, aber ja, okay. Man wollte sie nicht reinnehmen. Vielleicht haben auch einfach zu wenig Teilnehmer gefehlt, um dann die nochmal extra zu machen. Oder das man hat gesagt, Flug-Pokémon haben zu viele Schwachstellen und sind nicht gut genug. Wenn ihr euch das ansehen wollt, wir haben ja dann wahrscheinlich das Ligasystem in unseren Shownotes wieder drin. Die haben sich da auf jeden Fall, was das Picken von Pokémon angeht, sich auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Schaut da auf jeden Fall rein. Die Ligakämpfe laufen schon. Ne, und macht und schaut da auf jeden Fall zu. Die Leute haben es auf jeden Fall verdient, dass da für die Veranstaltung und für dieses Event, für diese Competitive Season da Werbung gemacht wird. Mhm, auf jeden Fall. Genau. Genau, und das schließt auch unseren Newsblog ab. Zumindest den Blog für die allgemeinen News, die in der Pokémon-Welt und in der Google-Liga-Kosmos passiert sind. Mhm. Und ich glaube, wir verschnaufen jetzt mal kurz 3 Sekunden, denn jetzt geht's an das eigentliche, wie sagt man so schön, komischer Spruch für einen Vegetarier, Veganer, an das Fleisch, an den Inhalt. Und wir möchten euch ein bisschen was darüber erzählen, warum, wenn ihr es schon gelesen habt, der Podcast tot ist, aber lange möge er leben. Mhm. Und da kann der liebe Jan vielleicht mal kurz erzählen, was er vor ungefähr etwas mehr als jetzt 2 Wochen angesprochen hat und was daraus geworden ist. Genau. Bevor ich das tue, zum einen, ich sehe jetzt gerade jetzt erst zum ersten Mal den Podcast-Titel. Da habt ihr schön gewählt, wenn ihr das zusammen abgesprochen habt. Dann natürlich, wenn wir als Podcast-Team reden, dann können Jack und ich nicht alleine hier sitzen. Da fehlt natürlich noch ein Mann. Am besten natürlich in unserer Mitte, der jetzt wahrscheinlich erscheint. Hallo Kirill, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Hi. Hallo Kirill. Hi, ich war die ganze Zeit da. Man hat mich nicht gehört. Mhm. Wie jetzt schon gesagt, wir wollen diesen Newsblog in unser Podcast-Schema integrieren. Wie das Ganze genau aussieht, dazu kommen wir jetzt. Denn ihr habt ja wahrscheinlich in den letzten Monaten mitgekriegt, dass es von unserer Seite aus wenig mitzukriegen gegeben hat.
deswegen habe ich mich mal einen Abend hingesetzt und habe mal überlegt, was wäre für unseren Podcast das Beste. Hab mir eine Liste kurz zusammengearbeitet mit dem aktuellen Stand und mit dem, was ich mir vorstellen könnte, was wir machen können, zusammengetragen und bin an Jack und Kirill getreten und hab diese vorgetragen. Und wir haben es einfach aus dem Fenster rausgeschmissen. Nein, ne, was halt eine Orga so macht, ne, wenn neue Ideen eingetragen werden. Nein, also natürlich habe ich da bemängelt, dass wir zu wenig gemacht haben. Ich als Bereichsleiter des Podcasts habe da natürlich Schuld auf mich genommen. Hab da... ne, ist einfach, wenn man sagt, ne, ist meine Schuld, alles meine. Mhm. Nein, ich habe dann natürlich auch die Gründe genannt, woran es dann gelegen hat, dass ich zu wenig oder gar nichts geplant habe. Ne? Das lag dann unter anderem daran, dass mir das vorgekommen ist, dass wir eher von Episode zu Episode geplant haben und dass auch die Themen zu der Grugerliga zu knapp gewesen sind. Mhm. Natürlich befinden wir uns aktuell in der Planungsphase, aber dieser Podcast war auch ursprünglich gedacht, um euch zu präsentieren, was so im Grugerliga-Kosmos abgeht, was dieses Event betrifft. Und da habe ich mir dann gedacht, ey, das kann doch nicht alles sein, worüber wir dann in diesem Podcast reden. Und habe mir dann überlegt, hey, wenn wir schon über dieses große Community-Projekt reden, warum beziehen wir dann nicht andere Sachen aus der Community mit ein? Und so ist dann das zumindest entstanden, was jetzt hier auch schon hochgepriesen worden ist, nämlich die Tatsache, dass wir Community-Aktionen, Community-Projekte zusammen mit Sachen, die zur Grugerliga und zur Pokémon Company gehören, mit einbeziehen. Hm. Das Ganze haben wir dann natürlich auch in einen eigenen Ablauf gestellt. Das hat dann in der Planung auch, wie wir unsere Podcast-Episoden machen wollen, dazu geführt, dass ich dann beschlossen habe, hey, dann wäre es doch eigentlich das Beste, wenn wir alle News zusammensammeln für einen Monat und diese dann am Ende des Monats in der Aufnahme zusammenfassen und das Ganze dann als Podcast einmal im Monat am ersten eines Monats veröffentlichen. Genau, dann kam der liebe Kirill und hat berechtigte Anmerkungen und Einwände gebracht. Ja. Du schon mal, stell die mal kurz vor, beziehungsweise sag ruhig mal, was du, womit du dann um die Ecke kamst. Also ich kam da vor allem um die Ecke mit, wir haben sehr viel Inhalt, den wir halt dann darstellen wollen. Wir haben auch teilweise, wenn dann Grugerliga-Inhalt kommt, nochmal Grugerliga-Teil. Wir haben dann zum einen sehr, sehr lange Episoden und zum anderen hatten wir ja vorher relativ wenig Erfahrung mit Videoproduktion und sind dann auf einen, und halt, weil wir einen Podcast gemacht haben, sind wir klassisch auf halt Audio-Only gegangen, wo wir schon ganz am Anfang wussten, Videoproduktion ist eine Sache, die halt wichtig ist, die halt auch halt vor allem für viele Leute interessant ist und haben dieses Format gehabt mit den Chibis, wo halt im Endeffekt der Podcast aufgefasst wurde mit den Chibis. Das ist, dass man halt, wenn man das nebenbei laufen hat, auch ein bisschen Visuelles dazu hat. Das hat sich aber dann herausgestellt als, das war am Anfang vielleicht gedacht als, ja, das kann man ja relativ simpel machen. Es ist auch relativ simpel, es ist nur halt unfassbar aufwendig. Also die Aufgabe ist nicht kognitiv anstrengend, die Aufgabe dauert aber ewig, weil du jeden einzelnen Satz auf seine Emotion untersuchen musst und das passende Emoji dazu, beziehungsweise den passenden Chibi dazu packst. Also habe ich vorgeschlagen, ob man daraus nicht ein Showformat machen kann. So, das heißt, wir haben jetzt in der Planung, da wird der Jan bestimmt gleich nochmal genauer drauf eingehen, ein mehrsegmentiges Showformat, in dem wir verschiedene Blöcke mit verschiedenen Szenen haben in Videoform, wie ihr das halt, also ein bisschen wie ihr das halt jetzt seht, höchstwahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, weil da kann man auch sehr viel mitmachen. Und wir glauben, dass das halt auch sehr gut regelmäßig produziert werden kann. Genau, Jan, was sind denn unsere vorgeschriebenen Blöcke, die wir jetzt vorhaben zu machen? Genau, wir haben vorgeschrieben, dass wir an erster Stelle natürlich immer die Grugerliga setzen werden und darüber berichten werden, wenn es etwas Neues gibt und euch da über den aktuellen Stand am Laufen halten. Dann wollen wir, ähnlich wie wir es gerade schon getan haben, euch alles, was es zur Pokémon Company, zur Community
und teilweise auch zum kompetitiven Bereich. Da haben wir dann noch eine kleine Eigenheit vorbereitet. Wollen wir das euch in einem News-Segment dann präsentieren? Je nachdem, was für News es dann in diesem Monat gibt, bestes Beispiel jetzt natürlich Pokémon-Legenden Arceus, könnte man sich dann ein oder mehrere Themen gesondert rauspicken und dann, ähnlich wie wir es gerade mit diesem Grugerliga-Segment machen, dann einmal einen eigenen Bock haben, wo wir nur über dieses Thema reden und uns da ausführlich mit drüber befassen. Das kann man natürlich mit dem einen, mit nur einem Thema machen. Das kann man natürlich auch mit mehreren Themen alleine machen. Und da ist dann auch schön, dass wir dann jetzt nicht unbedingt einen Grill haben müssen, bei einer kompletten Ablauf, der jetzt die ganze Zeit im Hintergrund warten muss, bis er dann in den Vordergrund tritt, sondern durch diese Abspaltung ist es dann auch möglich, dass wir Sachen zuerst gemeinsam mit dem Gast aufnehmen können und dann im Nachhinein die anderen Sachen, die wir dann einzeln aufnehmen, sodass dass dann immer noch ein gemeinsamer Flow mit allen Gästen angegeben ist, aber auch dieser Flow in der Episode dann selbst immer noch vorhanden ist. Genau, und darüber hinaus haben wir halt noch die Möglichkeit, andere, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal ganz wichtig, so audiovisuelle Erzeugnisse, die wir oder Bekannte von uns produzieren, hier vorzustellen. Mhm. Weil auch das, also wir können halt zum Beispiel, wir können, was ihr jetzt heute noch nicht gesehen habt, was wir dann haben könnten, mit dem neuen Designs, also Set-Designs, sage ich mal, wäre halt zum Beispiel, wir haben Videoplayer in der Mitte und können direkt auch noch euch zeigen, worauf wir Bezug nehmen. Oder wir haben zum Beispiel Clips aus den Streams von uns und haben irgendwie so, übrigens, Kirill hat die Top 4 besiegt mit dem insanesten Luck, das man haben kann. Schaut es euch an! Sowas halt zum Beispiel. Also wir können halt auch nochmal, wir können auch, was für uns ja auch irgendwo wichtig ist, wir sind ja immer noch der Grugerpark-Pokeliga-Podcast und haben dementsprechend auch ein Interesse, quasi auch ein bisschen unsere eigenen Inhalte nochmal vorzustellen oder halt von den Leuten, die direkt mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Und das können wir dann auch nochmal in einer etwas besseren Form als nur in einem Podcast. Was nicht heißen soll, dass ihr dieses Format nicht weiter als Podcast euch zu Gemüte führen könnt. Das ist zumindest Stand jetzt der Plan. Die technische Umsetzung sieht soweit auch sound aus, dass es funktioniert. Und ihr dann halt, klar kriegt ihr dann die Videoelemente nicht mit und könnt uns halt auch nicht sehen und entsprechend vielleicht gehen dann auch die ein oder anderen Jokes leider verloren, aber grundlegend könnt ihr euch den Informationsteil und den Talkteil dann halt auch als Podcast geben. Vielleicht schneiden wir das, vielleicht, wenn wir die Zeit dazu haben, können wir das auch entsprechend noch ein bisschen zusammenschneiden, dass halt Elemente, die sich nicht übertragen, draußen sind, das müssen wir dann halt im Verfahren mal checken, wie gut das funktioniert oder ob wir uns dann wieder mehr Arbeit machen. Genau. Genau. Signifikant mehr Arbeit. Mhm. Genau, deswegen die ursprüngliche Idee, dass ich mir ein Phrasenschwein anlege und jedes Mal, wenn Jacques sagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder bei dem Podcast-Format, ist jetzt erstmal gestrichen. wie wir sonst vorgehen, habe ich gerade schon erwähnt. Wir wollen einmal im Monat diese ganze Show dann immer veröffentlichen. Aktuell ist unser Plan immer der erste Freitag im Monat. Deswegen werden die letzten 10 Tage, die dann im Monat sind, wahrscheinlich nicht thematisiert immer des vorhergegangenen Monats oder des jeweiligen thematisierten Monats, aber die werden dann in der Folgeepisode dann auf jeden Fall aufgegriffen, sodass wir auf jeden Fall so einen guten einen Monat zu uns haben. Wir haben, genau, wie gesagt, die Themen Grugerliga First, dann alles, was im Bereich Pokémon passiert ist, Pokémon Company, Pokémon Community und auch Competitive, wobei wir da natürlich sagen müssen, ey, wir kennen uns nicht so gut in der Competitive-Szene aus, aber da haben wir uns schon was Gutes überlegt, dass wir da nämlich so ein eigenes Sportformat draus machen wollen, wo wir da die News dann wirklich im Nachrichtenformat dann vorlesen. Davon müssen wir sie ja nicht verstehen. Ja, also das ist richtig. Nach dem Motto, dieser Poketuber hat gegen diesen Poketuber in diesem Turnier gewonnen. Die Spieltage sind so und so verlaufen. Hier sind Bilder dazu, Tabellen. Sport, Sport, Sport. Sport, Sport, Sport. Und dementsprechend, da hat man auch schon sehr viel Freude dran gefunden, habe ich mir für dieses Format den Namen überlegt, Sport ist More Lord. Freut euch da schon mal drauf. Genau. Und Humor, meine Damen und Herren. was gibt's noch zu sagen? Und aber wir können auf jeden Fall, was wir ja noch erzählen können, ist,
auch nochmal einen Blick so hinter die Kulissen zu bieten, und zwar, dass wir uns das Ganze halt ein bisschen auch nochmal, das macht für uns auch nochmal diese Unterteilung in verschiedene Themenblöcke, auch nochmal die redaktionelle Arbeit so ein bisschen sinnvoller, weil vorher haben wir halt gesagt, okay, wir gucken einfach mal, was es gibt, und haben die Highlights so rausgepickt, und dann kamen Jan und ich oder Jan und ich und Gast halt alle drei mit den gleichen Themen an, weil halt irgendwie wir nur Highlights gefischt haben, und wenn wir uns jetzt halt sagen, wir haben jetzt halt zum Beispiel, okay, was sind die Bereiche, die es gibt im Pokémon-Universum, tak, 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 und dann heißt es halt vorher, ja, okay, Jack interessiert sich für die Games, okay, Jan auch, aber Jack interessiert sich für TCG oder so, und dann, oder, und Jan liest den Manga, wie auch immer, und dann heißt es halt, okay, ihr guckt euch halt die jeweiligen Expertisegebiete an und schmeißt das dann alles halt in die News zusammen, was für uns halt vermeidet, dass wir Doppeltarbeit machen und uns halt dann irgendwie und dafür andere Sachen dann hinten runterfallen, und wir aber auch natürlich immer uns immer freuen, wenn ihr uns dann in Zukunft auch auf spannende Geschichten hinweist, also egal auf welcher Plattform, ein simples @Kuga-Liga beziehungsweise Kuga-Park-Poke-Liga, checkt das mal aus, heißt für uns quasi den Auftrag, oder das mal auch in die News zu nehmen oder so. An von der daher, Stelle einmal gesagt, ne, wir wissen, dass sie alle Small End liebt, ne, da müssen wir gar nicht anfangen. Aber wie Jacques gerade schon sagte, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne thematisiert haben wollt von uns oder zumindest präsentiert haben wollt, sagt uns Bescheid. Wie ihr das tun könnt, dazu kommen wir dann gleich, wenn wir bei der Verabschiedung sind. Aber wir werden auf jeden Fall auf den jeweiligen Kanälen genug anrichten, dass ihr die Möglichkeiten bekommt. Und zur Not haue ich mal Jack und oder Kirill an, dass wir vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse bekommen. Ja. Für diesen Bereich, dass wir die dann mal anschlagen. Wenn es da was Genaueres gibt, sagen wir euch dazu Bescheid. Gut. Genau, und dann vielleicht, wenn wir gerade mal zusammensitzen, wie fühlt ihr euch denn jetzt mit dieser Umstrukturierung? Das ist vielleicht noch ganz interessant für die Leute, die zugucken und hören. So, wir haben jetzt viel theoretisch darüber geredet, was wir machen wollen. Dann stelle ich auch jetzt mal auch die Frage, wie ist denn euer Hype-Level dafür? Also was sind eure Ausblicke auf die Zukunft? Ja, ich bin Hoffnung, gespannt. Angst. Ich bin gespannt. Ich bin primär gespannt, weil wir, glaube ich, also wir werden natürlich jetzt erstmal, das muss man jetzt quasi direkt ankündigen, wir werden wahrscheinlich jetzt ein paar, vielleicht sogar 2 Monate dann haben, um das irgendwie, ne, ins Rollen zu bringen, mit halt guter Vorbereitung und allem. Ich denke aber, sobald wir das mal gemacht haben, sobald das halt in die Routine kommt, wird das sehr gut funktionieren. Bin da tatsächlich auch zuversichtlich. Primär, weil ich glaube, wenn wir nicht mehr halt einzelnen großen Events hinterherhängen, die passiert sind, irgendwie Kuga-Liga Community Day, ein Release von einem Spiel, wenn wir halt konsequent jeden Monat die News durchbacken, haben zum einen alle was davon, die in den News auftauchen, weil wir halt also wenn wir als Community-Event einmal im Jahr den Kuga-Liga Community Day oder wenn es wieder möglich ist, die richtige Kuga-Liga haben, dann ist das gut. Aber wenn das regelmäßig auftritt, wenn immer wieder die neuen Sachen auftreten, dann ist das ja auch halt was wir auch bisher noch nicht so gesehen haben, wo die Community gepusht wird. So, ich bin da zuversichtlich und gespannt und freue mich auch auf die neuen Formate. Ja. Jan. Kann ich so auf jeden Fall zurückgeben. Ich muss ja an der Stelle sagen, ich bin ja derjenige, der die Idee an euch vorgetragen hat. Deswegen, ne, ich habe die Themengebiete ja nicht ohne Grund genannt. Deswegen hoffe ich, dass dass das genauso gut bei euch ankommt, wie es bei Jack und Kirill, als ich ihnen das Ganze vorgestellt habe, oder auch Anka, als ich ihr zum ersten Mal von der Idee erzählt habe, angekommen ist. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, müssen wir dann sehen, hat ja Kirill gerade schon gesagt, je nachdem, wie wir dann einsteigen. Ich muss ihm auch noch ein Storyboard schicken mit all dem, was wir dann ganz gerne da haben wollen. Zaunfall ist irgendwo hier oben. Ne, man sieht im Video an der Stelle, wie ich gerade über mich gezeigt habe. Und natürlich ging es mir da auch darum, dass Community-Projekte dann auch groß präsentiert werden. Pokémon Bundesliga zum Beispiel, ne? Gute Freunde der Kuga-Liga. Als ich ja mal angefragt habe, ich habe Domitius angefragt, hey, du bist doch Teil der Bully. Gibt's da irgendwas, wo man euch verfolgen kann? Und da hat er geantwortet, ey, aktuell geht das nur über den Discord-Server.
Was ich an der Stelle total schade finde, weil das Projekt an sich ist total super, um das weiter zu verfolgen, wenn man sich für den kompetitiven Bereich interessiert. Mhm. Ne? Und das sind dann so Sachen, wo wir uns dann, glaube ich, auch mit unserer neuen Format-EG mehr engagieren können und sowas besser heraustreten können an die Leute. Mhm. Deswegen, ne, auch nochmal da der Appell, wenn es da Sachen gibt, sagt uns Bescheid. Was wir nicht sehen, könnten wir nicht finden und präsentieren. Ja, und wie wir das machen können, weiß ich nicht. Kommen wir dazu jetzt schon oder möchtest du? Also ich wollte gerade nur nochmal was sagen. Du sprichst auf jeden Fall was an, was glaube ich auch nochmal für unser Rollenverständnis in der Community spricht. Wir sind ja als Community-Event ein Treffpunkt. Mhm. Und wir sind jetzt, auch wenn wir jetzt angefangen haben, und ich weiß auch da spreche gerade ich als der Richtige, wenn ich sage, wir angefangen haben zu streamen vor einem Jahr. Und nächsten Monat Jubiläum tatsächlich, ne? Ja, müssen wir dann auch feiern, nächste Episode. Also ich glaube, wir waren gerade jetzt so um diese Zeit letztes Jahr, als wir die finalen Planungen gemacht haben. Und mit solchen Sachen und so sind wir zwar selber in das Content-Game eingestiegen, ne? Aber grundlegend liegt unser Fokus ja immer noch darauf, die Community zusammenzubringen und irgendwie einen Rahmen zu bieten, wo man sich halt, wo man halt dieses Pokémon-Abenteuer erlebt. Und seit dem Internet ist dieses halt nun mal viel facettenreicher und es gibt viel mehr Elemente, die da zusammenspielen, die die ganze Pokémon-Welt in Anführungsstrichen ausmachen. Und mit dieser Neuausrichtung wollen wir nicht das verlieren, was uns ausgemacht hat vorher, dass wir auch selber zu Themen eine Meinung haben und so, sondern wir wollen halt nur noch mal selber dieser Rolle auch mit über dieses Instrument hier, über diesen Kommunikationsweg gerecht werden, indem wir halt uns selber so ein bisschen da halt in die Mitte stellen und halt allen Leuten, die links und rechts sind und die uns konsumieren, halt die News geben, die sie halt vielleicht nicht jetzt kriegen, wenn sie halt spezifisch nach Game-Content suchen. Mhm, genau, und da ist halt das ganz cool, weil wir auch einfach da nur damit nochmal unsere eigene Nische, glaube ich, auch nochmal ausbauen im Vergleich zu, es gibt andere großartige Podcasts, auch mehr als ein, wie der liebe Jan gerade nochmal. Nein, es gibt aber vor allen Dingen halt zum Beispiel, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten, dem Miauzgenau-Podcast, der halt diese, ich sag mal, thematische Arbeit, diese und auch die Recherche, die dazu gehört und vieles mehr, einfach auch auf einem Level macht, das, wo wir uns ja auch nur verbeugen wollen und können. nicht, dass es nicht heißt, dass wir nicht zwei machen können und wir auch, wie gesagt, weiter damit machen, das machen werden und auch gerne ihn einladen, um mit uns über Themen zu diskutieren. Aber eben halt dieser News-Aspekt dann vielleicht auch nochmal was ist, was euch bisher gefehlt hat. Könnt ihr ja uns gerne auch mitteilen. Und da, lieber Jan, wo kann man uns das denn mitteilen? Oh, darf ich jetzt? genau. Scheiße, jetzt Text vergessen. Nein, alles gut. Nein, ihr könnt uns erreichen, unter anderem über unseren eigenen Discord-Server. Haben wir nämlich einen eigenen, wenn ihr uns da gerne besuchen wollt. Den haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Einfach dem Einladungslink folgen und da der großen Community, die der Grugerliga entspricht, die der Grugerliga teilhabend ist, da auf jeden Fall gerne, ihr seid da auf jeden Fall gerne alle eingeladen. Solltet ihr kein Discord haben, aber vielleicht andere Social-Media-Kanäle und ihr solltet uns da noch nicht folgen, dann tut das. Entweder auf Facebook, Instagram oder Twitter. Grugerpark, Pokeliga oder Pokeliga. Genauso sind wir vertreten auf YouTube, wo ihr wahrscheinlich dieses Video seht, wenn ihr uns im Videoformat guckt. Ne, wenn ihr uns in Audioformat gerade erlebt, dann ne, YouTube@Grugerliga. Schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Und wie gerade auch schon erwähnt, wodurch diese ganze Videoidee entstanden ist. Wir haben einen eigenen Twitch-Kanal, wo wir auch wöchentlich regelmäßig streamen. Wie das genau stattfindet, dazu werden wir wahrscheinlich nochmal einen eigenen Link in unseren Shownotes posten. So oft, wie wir das hier vorgelesen haben und sich dann im Laufe der Bearbeitung das Ganze verändert hat, ist es, glaube ich, besser, wenn man dann einmal auf diese Monatsmeldung verweist, als dass man das alles nochmal einzeln vorliest. Sonst, wenn Kirill will, kann er noch mal gerne, so wie er es schon mal gemacht hat, für die Bidizanas-Vlog von Darknext einmal die Werbung machen, die ich auch ganz schön geklippt habe. Ach so, du meinst hier Darknext bei seiner BDSM-Nas-Vlog mit Bidiza? Ja? Nee, die mit der Musik im Hintergrund, wo du dann dein...
Es wird bestimmt, Post-Edit Kirill wird das hier einklippen, wenn du gesagt hast, dass es das gibt. Leuchtende Perle spielt Darthnex mit nur Bidizas. Ausschließlich Bidizas. Apropos Kirill, kann man auch noch sagen, wir haben übrigens auch noch eine Plattform, für die sich Kirill verantwortlich zeigt und was da auch ein Punkt war, den wir in unserer Diskussion hatten, und zwar, dass Videoformate besser TikTokable sind. In diesem Sinne, wir haben auch einen jeweiligen TikTok, den wir vielleicht auch mal in die Shownotes mit aufnehmen müssten. Mhm, genau. In diesem Sinne an Post-Edit Kirill und oder wer auch immer den YouTube-Upload macht. Ja. Und live on Aufnahme-Idee, die vorher nicht abgesprochen wurde. Man kann ja mal schauen, ob man nicht sowas macht wie eine Release-Watch-Party von diesem Format. Ja. In Zukunft auf Twitch am jeweiligen Tag, wo wir das releasen. Ist noch nicht besprochen. Wir schauen mal. Die Idee ist jetzt im Äther. Ja, genau. genau, also vielleicht seht ihr das hier nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Genau, und jetzt noch zu weiteren Hinweisen von Jan. Weiteren Hinweisen zu mir. Eigentlich habe ich gedacht, dass du jetzt zu den letzten Sachen noch was sagst. Ja, gerne, dann leite ich zumindest dahin ein. Das ist Spontanität, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauende. Genau, ihr könnt nämlich nicht nur uns auf den Social-Media-Kanälen verfolgen, sondern auch uns anderweitig bei unserem großen Event unterstützen, was sich die Gruger Park Pokeliga nennt. Und da kann einmal einer der Gründungsväter, unser lieber Professor Kastan, gerne erzählen, wie man das tun kann. Genau, das kann man vor allen Dingen auf zwei Sorten tun, und zwar einerseits, wie eingangs schon mal erwähnt, schaut in unsere Shownotes beziehungsweise auf unsere Website www.gugerliga.de. Dort findet ihr alles zu, also wie eingangs gesagt, im Moment noch nicht so viel, aber grundlegend alles zu unserem jeweiligen Event im laufenden Jahr und auch, wie ihr uns unterstützen könnt, sowie auch alle Infos zu unserem Dachverein vom Event, dem Outdoor Gaming Event e.V., wo ihr Mitglied werden könnt und entsprechend uns auch unterstützen könnt und mit uns planen könnt, Dinge wie die Gruger Liga und Dinge, die Gruger Liga betreffend. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, ist auch unten verlinkt. Und wir freuen uns über jede helfende Hand und über jede Unterstützung jedweder Form. Genau. So viel dazu. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt uns einfach immer, wie gesagt, auf Social Media. Auf unserer Website findet ihr Kontaktdaten oder ich sage es auch da an dieser Stelle nochmal direkt, mail@gugerliga.de. Wir freuen uns immer über Input, Anmerkungen, Fragen und so weiter. Genau. Bewerbungsphase weiterhin offen. Wenn ihr dem großen Event helfen wollt, wir freuen uns da wirklich über jede Einsendung, über jede kleine Idee und jede helfende Hand, die dazu kommt. Und das war's dann. Das war die 18. Episode des Gruger Park Pokeliga Podcast. Die letzte. Teilweise noch mit alten Geflogenheiten, teilweise schon mit neuen Geflogenheiten. Deswegen schreibt uns, wie ihr das Ganze empfunden habt, ob ihr mit dem neuen Konzept was anfangen könnt oder nicht. Wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen und freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dann ab nächsten Monat dann mit unserem neuen Format beginnen. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich auch bei den beiden anderen Stimmen, die man heute gehört hat und gesehen hat. Menschenscanner, spontane Beschreibungen, die man hier finden muss. Jetzt hat Jan mein Problem umgedreht, weil ich immer von einem zuschauerbasierten Format geredet habe, wo wir einen Podcast gemacht haben, muss Jan jetzt aus dem Audioformat raus in das Videoformat denken. Das ist richtig. Auch noch Audioformat haben. Ja, dann mache ich das anders. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim gesamten Podcast-Team, dass wir die Reise schon bis zur Episode 18 geschafft haben und freue mich auf die Reise, die jetzt noch kommen wird. Dankeschön, Kirill, dass du heute mit dabei gewesen bist, um mit uns nochmal gemeinsam über die neuen Änderungen zu sprechen. Kein und Ding. Und auch sonst immer dabei gewesen bist, im Bereich des Technischen, um dann Audio und Video fertig zu machen. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal ganz viel Liebe hinterlassen. Das könnt ihr übrigens an der Stelle tun, da sind wir noch gar nicht zu gekommen. Jetzt auf einigen Plattformen gibt es ja jetzt die Möglichkeit, Sternebewertungen abzugeben.
wenn ihr das gerne tun wollt, Spotify, Apple, iTunes und ähnliches, natürlich auch bei YouTube den Daumen hoch, ne, hinterlasst uns da Liebe, da würden wir uns sehr drüber freuen, ne, das hilft uns ja auch im Feedback-Bereich weiter. Abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke. Das auch, ne, dementsprechend danke nochmal, Kirill, für diesen Hinweis und dankeschön, wie gesagt, dass du heute dabei gewesen bist. Kein Thema, ich freue mich hier zu sein. Ich bin immer hier, ich muss hier sein. Der verlässt diesen Stuhl und diesen Raum einfach nicht, ich sehe den immer nur da. Genau. Theoretisch müssen wir fürs Ende jetzt demonstrativ aufstehen. Kirill bleibt als einziger sitzen und dann endet das Video. So entstehen Ideen. Und zu guter Letzt, Dankeschön, Jack, dass wir die 18 Episoden gemeinsam gemacht haben, zusammen mit Gästen, auch mit Kirill zusammen, und dass wir da über Pokémon und die Welt gesprochen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch über die nächsten Episoden. Ich bedanke mich, ne, weil ich ja jetzt langsam zu meinen letzten Worten komme, bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern und bald auch Zuschauenden dafür, dass ihr dem Format treu seid und hoffentlich weiter treu bleibt. Ich hoffe, wir hören und oder sehen uns beim nächsten Mal und überreiche die berühmten letzten Worte an Jack. Professor Kastan, bitteschön. Jo, danke. Danke auch nochmal an dich und danke für die vielen lieben Worte. Ich sag mal, ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf dieses Format und auch darauf, wie wir das weiter gestalten, und denke, dass das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, auch nochmal andere spannende News vielleicht auf uns warten. Dazu dann aber nächsten Monat oder nächste Episode mehr. Und vor dem Hintergrund danke ich euch auf jeden Fall schon mal für den Weg bisher und bin sehr gespannt, was wir mit diesem Format machen, und wir hoffen, dass es euch gefällt und also euch da draußen, und dass ihr da vielleicht auch mit dem Videoformat nochmal mehr Bock drauf habt und mit noch mehr mit uns in Kontakt kommt. In diesem Sinne, bleibt gesund, spielt viel, werdet viel Pokémon Legend Arceus gespielt haben, wenn ihr dies nun hört, und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dahin, bye bye. Bye bye. Bye bye.